Hallo und willkommen zu meinem nächsten Let's Play. Ich möchte euch Airline Tycoon Deluxe vorstellen. Ich habe das Spiel schon früher sehr intensiv gespielt. Allerdings habe ich nie alle Missionen durchgespielt. Und ich hoffe mal, dass wir es jetzt vielleicht im Rahmen des Let's Plays schaffen können. Aber anfangen tun wir erstmal mit dem Intro. Wir auch schon wieder im Hauptmenü von Airline Tycoon Deluxe. Wir haben unterschiedliche Möglichkeiten hier. Wir können ein freies Spiel wählen. Das ist ähnlich wie ein Endlosspiel. Wir können die Kampagnen spielen. Wir können Netzwerkspiele über LAN starten, sowie Spielladen, unseren Startflughafen ändern. Wir haben den derzeit oder die Standardeinstellung ist hier bei Berlin. Dabei belassen wir es jetzt auch erstmal. Ich finde das ganz schön, wenn man im Menü rumklickt, das sieht aus wie die Anzeigetafel auf den Flughäfen, wenn die Flüge umspringen, finde ich gut gemacht. Optionen können wir halt Grafikeinstellungen machen und so Soundeinstellungen und da gibt es auch sonstige Einstellungen, ist nicht ganz so interessant. Was ein bisschen blöd ist, das Spiel lässt sich leider nur auf 640x480 Pixel spielen, daher wird wahrscheinlich die Videoqualität auch minimal schlechter sein. Ich gehe jetzt erstmal zu den Kampagnen. Und hier haben wir halt die drei Kampagnen, die Airline Tycoon Kampagne, die First Class Kampagne und die Evolution Kampagne. Das sind eigentlich alles einzelne Spiele, aber wenn man sich entsprechend die Deluxe-Version von Airline Tycoon gekauft hat, dann ist es möglich, dann sind alle drei Kampagnen integriert. Starten werden wir mit der Airline Tycoon Kampagne, ein neuer Job. Das wäre jetzt unsere erste Mission und was wir da machen und wie das Ganze funktioniert. Erkläre ich euch dann im nächsten Part meines Let's Plays. Das soll es vom Intro erstmal gewesen sein. Bis dahin.